Hallo, hier ist Antje von der Stempelinsel. Ich habe noch eine ganz schnelle Osteridee für euch. Und zwar habe ich auf einem kleinen Osterbasar am letzten Wochenende diese Raisinhäschen gekauft. Oder einer davon ist es hier noch. Und ja, die kann man natürlich auch sehr schön verschenken. Und da, ja, einfach nur so ein einzelner Hase ist vielleicht auch ein bisschen traurig. Und da habe ich noch eine kleine Idee für euch. Und zwar verpacken wir den in ein kleines Tütchen und geben den noch einen Gruß mit. Diese kleinen Tüten kriegt ihr überall im Internet, im Onlinehandel. Und ja, die füllt ihr mit so ein bisschen Dekogras, das jetzt rosa oder grün ist. Es kann auch Stroh sein. Stroh sieht bestimmt auch sehr gut aus. Ihr gebt da einfach ein bisschen Gras hier hinein. Dann setzt ihr euren Hasen hier hinein. Dann ist er auch nicht so alleine. Und das Ganze bekommt jetzt gleich noch eine nette Dekoration. Da benutze ich unser Set Osterhase für. Da haben wir hier den Spruch zum Osterfest ein lieber Gruß. Und ich benötige auch die Durstanze, die haben wir hier, und ein Stück Designerpapier, einen kleinen Rest. Das Tütchen hat eine Länge hier von 7 cm. Das heißt, ich nehme mir so einen kleinen Rest Designerpapier. Das ist hier vom Landhaus Rosen, glaube ich. Das sind aber keine 7 cm. Doch, 7 cm, ungefähr 2,5 cm Rand auf jeder Seite. Also 5 cm solltet ihr haben, gefalzt dann bei 2,5 cm. Und dann setze ich hier mit doppelseitigem Klebeband einfach meinen Kleber rauf. Das könnt ihr dann sehr schön abziehen. Und ich setze das hier oben genau an die Ecke. Noch nicht. Na, komm her. Oh. Ja, das ist das Problem bei doppelseitigem Klebeband. Deshalb nehme ich das auch nicht so gerne. Aber hier muss ich es einfach benutzen, weil es einfach am besten hält. Also das Ganze nochmal, doppelseitiges Klebeband abziehen. Und dann gebt ihr das Ganze einmal hier oben rüber. So als kleine Griffflasche. So sieht man das auch nicht. Das ist einmal die Tüte, das kleine Tütchen. So, und das Ganze dekorieren wir aus. Einmal benötige ich einen weißen Aufleger, da werde ich oder da stanze ich hier diese Ovale aus und dann noch ein Stück in Anthrazit, in Schiefergrau ist das. Da habe ich hier noch so einen kleinen Rest mit dem gewellten Oval. Ja, und das Ganze bekommt noch einen kleinen Gruß. Und hatte ich euch schon erzählt, zum Osterfest ein lieber Gruß. Das stempel ich in Anthrazit, dann ist das ein bisschen kräftiger, hält sich aber noch so ein bisschen an die Grautöne. Kurz antrocknen lassen, dass es nicht verwischt. Dann gebt ihr da noch ein bisschen Kleber ausrichten. Und dann setzt ihr das auch noch mal mit bisschen Klebstoff hier auf eure Verpackung. Ja, und so habt ihr noch mal ein schönes Mitbringsel, mal was anderes als Schokolade. Und dieses Raisin, das findet man ja jetzt überall. Das ist ein, wirklich gang und gäbe in Kerzenhaltern und so weiter. Und dieser kleine Hase, der passt doch dann wunderbar noch mal zum Osterfest. Ja, das noch mal eine kleine Idee für euch, wenn es noch mal schnell gehen soll und ihr noch ein kleines Mitbringsel benötigt. Das geht natürlich auch mit kleinen Schoko-Osterhasen. Ne, die könnt ihr natürlich auch in so kleine Tütchen packen. Das geht immer ratzfatz. Und ich finde, das ist immer eine ganz tolle Idee. Ja, ich wünsche euch ein schönes Osterfest und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis demnächst. Tschüss.